Wenn Sie sich schon öfter Videos auf diesem Kanal angeschaut haben, haben Sie sehr wahrscheinlich schon mal von Carl Friedrich Gauß gehört. Der aus Braunschweig stammende Gauß gilt als einer der größten Mathematiker aller Zeiten, war aber kein Popstar der Wissenschaften wie zum Beispiel Albert Einstein oder Stephen Hawking, weil es zu seiner Zeit noch keine Massenmedien gab. Allerdings war er zumindest unter Wissenschaftlern in Europa schon relativ früh recht berühmt. Das hing einerseits mit seiner wegweisenden Arbeit zur Zahlentheorie zusammen, die er mit 21 Jahren geschrieben hatte, noch mehr aber mit einem Ereignis in der Astronomie, an dem der damals 24-Jährige beteiligt war. Anfang 1801 hatte der Italiener Giuseppe Piazzi eher zufällig einen neuen Himmelskörper in einem Bereich beobachtet, in dem die Astronomen schon länger einen bisher unentdeckten Planeten vermutet hatten. Piazzi hielt dieses Objekt zunächst für einen Kometen und taufte es auf den Namen Ceres. Später galt Ceres als der erste bekannte Asteroid und seit 2006 wird er als Zwergplanet klassifiziert. Für unsere Geschichte ist allerdings hauptsächlich relevant, dass Piazzi Ceres nur ein paar Wochen lang im Januar und Februar beobachten konnte, weil er danach erkrankte. Piazzi leitete seine Aufzeichnungen an Franz Xaver von Zach weiter, einen ungarischen Astronomen, der zu der Zeit so etwas wie der internationale Koordinator der astronomischen Forschung war. Zach gab unter anderem die monatliche Korrespondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde heraus, die als erste rein fachwissenschaftliche Publikation der Welt gilt. In dieser Zeitschrift veröffentlichte Zach Piazzis Beobachtungen im Juni 1801. Ceres war inzwischen zu nah an der Sonne, um mit den damaligen Methoden noch gesehen werden zu können, aber viele bekannte Astronomen versuchten, auf der Basis von Piazzis Daten zu berechnen, wann und insbesondere wo das Objekt der Begierde wieder auftauchen würde. Dabei muss man bedenken, dass die 1801 verwendete Technik nicht mit der vergleichbar ist, die uns heutzutage zur Verfügung steht. Die von Piazzi gemessenen Werte waren vergleichsweise ungenau und es gab natürlich auch keine Computer. Insbesondere war das Problem aber für damalige Verhältnisse auch mathematisch sehr anspruchsvoll, weil man es mit sehr vielen unbekannten Werten zu tun hatte. Im September erhielt Zach Post von Gauß, in der dieser ihm seine Berechnungen zur Bahn von Ceres mitteilte. Für den Dezember 1801 kam er auf völlig andere Prognosen als die arrivierten Astronomen. Seine Werte wichen von denen der anderen um mehr als 13 Vollmondbreiten ab. Und am 7. Dezember tauchte Ceres dann tatsächlich dort wieder auf, wo Gauß es vorhergesagt hatte. Diese Beobachtung von Zach wurde kurz danach von anderen Astronomen bestätigt und Gauß war damit auf einen Schlag ein gefeierter Star. Vielleicht haben Sie sich inzwischen schon gefragt, was diese Geschichte mit der Methode der kleinsten Quadrate zu tun hat, die dem Video doch seinen Namen gegeben hat. Wir werden gleich sehen, dass es bei dieser Methode darum geht, auf der Basis von vielen fehlerbehafteten Messwerten, zum Beispiel den Beobachtungsdaten von Piazzi, mit mathematischen Mitteln den tatsächlichen Werten möglichst nahe zu kommen. Man kann häufig lesen, dass Gauß diese Methode entwickelte, um Ceres zu finden. Das ist aber eine etwas verkürzte Darstellung. Sie wissen ja vielleicht schon, dass ich immer auch gerne etwas über die Geschichte hinter der Mathematik sage. Und bevor wir uns der Theorie zuwenden, möchte ich noch eine Folie der Urheberschaft der Methode widmen. Keine wissenschaftliche Entdeckung entsteht im luftleeren Raum. Und auch für die Methode der kleinsten Quadrate gibt es Vorläufer, von denen ich einige aufgeführt habe. Übrigens ist Gauß wohl ursprünglich sogar davon ausgegangen, dass der hier erwähnte Tobias Mayer, sein Vorgänger als Direktor der Göttinger Sternwarte, diese Methode bereits benutzt hatte. Dem war aber nicht so. 1805, 4 Jahre nach der Entdeckung von Ceres, veröffentlichte der bekannte französische Mathematiker Adrien-Marie Legendre eine Arbeit über die Bestimmung der Bahnen von Himmelskörpern. Der Anhang dieser Veröffentlichung enthielt die allererste Präsentation der Methode der kleinsten Quadrate, die dazu führte, dass diese Technik sehr schnell in den Naturwissenschaften Verbreitung fand. Ich würde Ihnen übrigens gerne an dieser Stelle wie üblich eine von meiner Frau angefertigte Illustration Legendres zeigen, aber leider ist von dem armen Herrn nur eine nicht sehr vorteilhafte Karikatur überliefert. Sie finden sie zum Beispiel auf Wikipedia. Aber zurück zur Geschichte. Nochmal 4 Jahre später veröffentlichte Gauß ebenfalls eine Arbeit zur Bewegung von Himmelskörpern. Da ich schon öfter per E-Mail wegen meiner nicht ganz korrekten Aussprache lateinischer Wörter gerügt wurde, werde ich mich hüten, den Titel vorzulesen, aber Sie sehen ihn ja hier. In dieser Arbeit kommt ebenfalls die Methode der kleinsten Quadrate vor und im Gegensatz zu Legendre konnte Gauß auch mathematisch begründen, warum diese Methode für den besagten Zweck am besten geeignet ist. Dazu kommen wir später noch. Quasi nebenbei, denn offiziell ging es ja um astronomische Fragen, leitete Gauß die nach ihm benannte Normalverteilung her, stellte erstmals das bekannte gaußsche Eliminationsverfahren zum Lösen linearer Gleichungssysteme vor und entwickelte das sogenannte Gauss-Newton-Verfahren,
über das noch zu reden sein wird. Eine ziemlich gehaltvolle Publikation also. Für dieses Video am interessantesten ist jedoch, dass Gauss von seiner Methode der kleinsten Quadrate sprach, die er seit 1795 anwenden würde. Inzwischen sind sich die Wissenschaftshistoriker einig, dass das wohl stimmt. Gauss entwickelte diese Methode eigenständig bereits im Alter von 17 Jahren und verwendete sie von da an regelmäßig. Unter anderem auch bei der Berechnung der Bahnen von Himmelskörpern, wobei die Methode gerade bei seinem berühmtesten Erfolg, der Wiederentdeckung von Ceres, zunächst keine Rolle spielte. In diesem speziellen Fall gelang ihm die korrekte Prognose, weil er als einziger in der Lage war, ein kompliziertes nichtlineares Gleichungssystem zu lösen. Gauss und Legendre hatten die Methode der kleinsten Quadrate jedenfalls unabhängig voneinander entdeckt und Gauss offenbar sogar früher. Allerdings hatte Legendre seine Ergebnisse veröffentlicht und Gauss nicht. Dass Gauss dann Jahre später die Priorität beanspruchte, entsprach nicht den wissenschaftlichen Gepflogenheiten und war zumindest unhöflich, wenn nicht gar maliziös. Legendre war aufgebracht und beschwerte sich in einem Brief an Gauss, den dieser nicht beantwortete. Es entwickelte sich eine unschöne Kontroverse, in die unter anderem auch der französische Mathematiker Laplace und diverse Astronomen verwickelt wurden. Das ist umso unerfreulicher, als sowohl Legendre als auch Gauss die Methode der kleinsten Quadrate eher für eine Petitesse hielten. Beide konnten sich wesentlich größerer Verdienste um die Mathematik rühmen. Leider war das nicht der einzige Fall dieser Art. Gauss war unglaublich produktiv und hat in vielen Bereichen der Mathematik Großes geleistet. Er hat allerdings anders als andere Mathematiker seines Kalibers nur wenig veröffentlicht. Typischerweise hat er nur dann publiziert, wenn er das Gefühl hatte, ein Gebiet komplett durchdrungen zu haben und über sein Thema mit entsprechender Autorität und quasi abschließend sprechen zu können. Dummerweise konnte er sich aber manchmal, wenn er selbst nichts veröffentlicht hatte, nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, er habe dies und das schon Jahre vorher, vor der Publikation eines anderen Mathematikers gewusst. So erging es zum Beispiel auch Jacobi bei elliptischen Funktionen oder Bolyai bei der nicht-euklidischen Geometrie. Wie man inzwischen weiß, hatte Gauss in solchen Fällen eigentlich immer recht, aber nichtsdestotrotz war das kein feiner Charakterzug. Als letzte historische Anmerkung muss hier noch erwähnt werden, dass Gauss 1823 noch einmal etwas zur Methode der kleinsten Quadrate geschrieben hat. Hier hat er unter anderem seine wahrscheinlichkeitstheoretischen Argumente zur Begründung der Methode noch einmal verbessert. Ironischerweise war es in diesem Fall mal so, dass Gauss etwas veröffentlicht hatte, jemand anders aber quasi den Ruhm abschöpfte. Der russische Mathematiker Markov bewies 1912 eine Variante von Gauss' Begründung und eine Zeit lang wurde dieses Ergebnis nach ihm benannt. Heute ist es unter dem Namen Satz von Gauss-Markov bekannt, aber eigentlich müsste es wohl einfach Satz von Gauss heißen. Jetzt aber wirklich zur Mathematik. Wir können uns das Problem der Wiederentdeckung von Ceres vereinfacht so wie in dieser Skizze hier vorstellen. Wir haben eine Reihe von Datenpunkten, die im Falle von Ceres den Beobachtungen von Piazzi entsprechen. Es könnte sich aber zum Beispiel auch um Messwerte eines Experimentes handeln. Bei der Methode der kleinsten Quadrate geht man davon aus, dass die unabhängigen Werte, die hier auf der horizontalen Achse aufgetragen wurden, exakt sind oder zumindest so genau, dass Messfehler keine Rolle spielen. Die zugehörigen abhängigen Werte, in der Grafik also die Höhen der Datenpunkte, sind jedoch fehlerbehaftet. Für das Ceres-Beispiel ist diese Grafik zu simpel, weil wir auf der horizontalen Achse die Zeit hätten und dann noch zwei weitere Achsen für die Position von Ceres am Himmel bräuchten. Die Grafik müsste also dreidimensional sein. Stellen Sie sich stattdessen vielleicht auf der vertikalen Achse aufgetragen die Menge an Algen im Dorfteich vor, die Sie an verschiedenen Tagen im Sommer gemessen haben. Die horizontale Achse wäre dann die Zeitachse. Wir suchen nun eine sogenannte Ausgleichskurve. Eine Kurve, die möglichst nahe an den Datenpunkten liegt. Im Englischen, wenn Sie mit Computerbibliotheken arbeiten, heißt das Curve Fitting. Die gesuchte Kurve könnte zum Beispiel eine Ausgleichsgerade, so wie hier sein, also eine Kurve der Form f von x gleich ax plus b. Unser Job wäre es dann, die beiden sogenannten Parameter a und b zu bestimmen. Man könnte aber auch eine Parabel f von x gleich ax² plus bx plus c nehmen und für diese dann drei möglichst gut geeignete Parameter a, b und c suchen. Oder man versucht es mit einer Exponentialfunktion. Tja, welchen Kurventyp soll man denn nehmen? Es ist wichtig zu verstehen, dass das keine mathematische Frage ist. Ob Sie eine Gerade, eine Parabel, eine Exponentialkurve oder eine ganz andere Funktion an die Daten anpassen wollen, hängt von dem Modell ab, mit dem Sie Ihre Daten beschreiben. Ich habe an anderer Stelle schon ausführlich über mathematische Modellierung gesprochen, darum sei hier nur kurz gesagt, dass die Methode der kleinsten Quadrate in den Bereich der angewandten Mathematik gehört.
Der Anwender, sei es nun eine Physikerin, ein Chemiker, eine Biologin oder ein Ökonom, gibt vor, wie die anzupassende Funktion, die sogenannte Modellfunktion, aussieht. Erst danach kann die hier beschriebene Methode eingesetzt werden. Übrigens sollte man die Ausgleichsrechnung nicht mit Interpolation verwechseln. Bei der geht es darum, eine Kurve zu finden, die genau durch vorgegebene Punkte geht. Das ist hier nicht das Ziel. Man kann zum Beispiel, siehe Grafik, ein Polynom 10. Grades finden, das durch diese 11 Datenpunkte geht. Aber das hat garantiert nichts mit dem intendierten Modell zu tun. Um nun zu zeigen, wie man bei der Methode der kleinsten Quadrate vorgeht, konkretisieren wir unser Beispiel etwas und gehen zunächst mal von nur drei Datenpunkten x1, y1 bis x3, y3 aus. Die Modellfunktion soll eine Parabel von der Form ax² plus b sein. Uns interessieren die hier rot eingezeichneten Abweichungen der vorgegebenen Daten von der noch zu bestimmenden Kurve. Offenbar ist die Kurve umso besser angepasst, je kürzer diese Abstände sind. Beachten Sie übrigens, dass wir die Abstände zur Kurve vertikal messen, weil wir ja davon ausgehen, dass die x-Werte exakt und nur die y-Werte fehlerbehaftet sind. Die Länge eines roten Streckenstücks erhält man durch das Berechnen der Differenz f von xi minus yi. Und da wir wollen, dass die Abstände insgesamt möglichst klein werden, liegt es nahe, ihre Summe zu betrachten, siehe links oben. Das ist aber, wie Ihnen wahrscheinlich selbst schon aufgefallen ist, noch nicht ganz richtig. Würden wir so rechnen, so würden sich zum Beispiel der zweite und der dritte Abstand gegenseitig neutralisieren, weil sie unterschiedliche Vorzeichen haben. Wir müssen also zumindest die Absolutbeträge der Abstände betrachten. Das war im Prinzip auch der Stand der Technik, bevor Legendre und Gauss sich dem Thema gewidmet haben. Unter anderem Laplace hat mit Beträgen gerechnet. Die Neuerung, die dem Verfahren auch seinen Namen gegeben hat, ist, dass man statt der Beträge die Quadrate der Differenzen betrachtet. Man spricht auch von den Fehlerquadraten. Auch durch das Quadrieren verschwinden natürlich die störenden Vorzeichen. Man hat aber zusätzlich noch einen ganz pragmatischen Effekt, den wir auf einer der folgenden Folien benötigen werden. Ist f differenzierbar, dann ist auch die hier gezeigte Summe differenzierbar. Der Betrag hätte das kaputt gemacht. Setzen wir für f von x nun unseren Beispielterm ax² plus b ein, so erhalten wir die Summe, die wir hier auf der Folie sehen und die wir minimieren wollen. An dieser Stelle sollte man sich eine ganz wichtige Sache klar machen. Die Werte x, i und y, sind vorgegeben und konstant, das sind ja unsere Datenpunkte. Der Ausdruck, um den es hier geht, hängt also von den Parametern a und b ab. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie man die Aufgabe, die Fehlerquadrate zu minimieren, geometrisch interpretieren kann. Mit der geometrischen Brille wird auch klar werden, welche Rolle das Quadrieren spielt. Ich habe dafür für unsere drei Datenpunkte konkrete Werte angegeben. Die zu minimierende Summe sieht nun so aus. Ich habe absichtlich überflüssige Klammern gesetzt, weil Sie vielleicht selbst schon sehen, was wir hier eigentlich berechnen. Richtig, wir berechnen den euklidischen Abstand zweier Vektoren bzw. dessen Quadrat. Dabei spielen die beiden Vektoren unterschiedliche Rollen. Der, den ich hier p genannt habe, ist konstant. Er besteht aus den vorgegebenen y-Werten der Datenpunkte. Der andere Vektor ist variabel und hängt von den Parametern a und b ab. Die Menge aller möglichen Werte für diesen Vektor bildet eine Ebene im Raum r hoch 3. Sogar eine Ebene durch den Nullpunkt, also einen zweidimensionalen Untervektorraum. Und wenn wir den Ausdruck am Anfang der Folie minimieren, dann suchen wir nichts anderes als den Punkt in der Ebene e, der den geringsten Abstand zu p hat. Das ist die geometrische Sichtweise, die uns nebenbei auch zeigt, dass es eine eindeutig bestimmte Lösung geben muss. Vielleicht noch ein Satz zu den Dimensionen. Die Ebene E ist zweidimensional, weil wir zwei Parameter haben. Bei einer höheren Zahl von Parametern würden wir es also mit höherdimensionalen geometrischen Figuren zu tun haben. Den ausgearteten Fall, dass die aufspannenden Vektoren, in unserem Fall 1, 4, 9 und 1, 1, 1 linear abhängig sind, wollen wir dabei ignorieren. Der Raum, in dem sich alles abspielt, ist in unserem Fall dreidimensional. Das liegt daran, dass wir drei Datenpunkte haben. In der Praxis mit vielen Datenpunkten werden wir es also mit einem geometrischen Problem zu tun haben, das wir uns nicht vorstellen können. Aber wir können es trotzdem rechnerisch lösen. Dazu schreiben wir nochmal explizit hin, was ich schon gesagt habe. Der zu minimierende Ausdruck ist eine Funktion der Parameter. Ich habe diese Funktion hier g genannt. Da wir ein Extremum suchen, wissen wir aus der Analysis, dass die Ableitung an der gesuchten Stelle 0 sein muss. Im konkreten Beispiel bedeutet das, dass die partiellen Ableitungen nach a bzw. b verschwinden müssen. Ich habe das hier schon mal ausgerechnet. Wir sehen, dass das auf ein simples lineares Gleichungssystem hinausläuft. Und nach unseren geometrischen Vorüberlegungen hat dieses System eine eindeutige Lösung und die liefert uns die gesuchten Parameter. Das würde dann so aussehen.
Und damit sind wir im Prinzip fertig und haben die Methode der kleinsten Quadrate erfolgreich eingesetzt. Ich sollte hier lediglich noch anmerken, dass ich in diesem Video ab und zu mal das Gleichheitszeichen verwende, obwohl ich gerundet habe. A ist beispielsweise nicht exakt 0,16, sondern nur ungefähr. In der Praxis wird es allerdings wohl nicht nur um 3 Datenpunkte und 2 Parameter gehen, sondern eventuell um viel größere Zahlen. Darum muss man sich Gedanken über den Rechenaufwand und die numerische Stabilität machen. Dazu hier nur ein paar Worte, weil wir sonst noch diverse Fässer aufmachen müssten und weil ich davon ausgehe, dass Sie, sollten Sie zu den Anwendern gehören, später ohnehin Computer einsetzen werden. Zunächst mal wird man für das Lösen des linearen Gleichungssystems nicht die übliche Gauss-Elimination, sondern das sogenannte Cholesky-Verfahren einsetzen, weil man zeigen kann, dass die Koeffizientenmatrix immer symmetrisch und positiv definiert ist. Es gibt allerdings noch eine Alternative. Wir haben eben diese Differenz hier betrachtet. Deren Norm haben wir quadriert und partiell differenziert, um daraus ein lineares Gleichungssystem zu gewinnen. Man kann das auch so schreiben. Dabei sehen wir, dass der linke Vektor durch die Multiplikation mit einer Matrix entsteht, die natürlich umso größer wird, je mehr Datenpunkte wir haben. Durch geschickte Umformungen kann man sich die eben beschriebenen Rechenschritte sparen und direkt mit dieser Matrix arbeiten, auf die dann eine sogenannte QR-Zerlegung angewendet wird. Welche der beiden Alternativen man einsetzt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem natürlich von der Anzahl der Parameter und der Datenpunkte. Eigentlich sieht es so aus, als wäre jetzt alles klar. Das ist aber nur deshalb der Fall, weil ich Ihnen etwas verschwiegen habe. Bisher haben wir uns nämlich nur die einfachen Fälle angeschaut, die sogenannten linearen Modellfunktionen. Damit ist gemeint, dass sich am Ende ein lineares Gleichungssystem ergibt. Oder anders ausgedrückt, dass die partiellen Ableitungen der Modellfunktionen nach den Parametern alle konstant sind, also nicht mehr von den Parametern abhängen. Ist dem nicht so, so wird leider alles deutlich komplizierter. Das schauen wir uns auch an einem Beispiel an. Dafür habe ich hier 4 Datenpunkte vorgegeben. Neu ist, dass wir als Modellfunktion eine Exponentialfunktion nehmen, nämlich a mal e hoch bx mit den Parametern a und b. Hier stehen nochmal die Datenpunkte in Orange in den beiden mittleren Spalten. In der rechten Spalte steht der zugehörige Funktionswert der Modellfunktion. Wie bei unserem vorherigen Problem wird nur die Funktion g gebildet, die das Quadrat der Abstände zweier Vektoren ausrechnet, die den beiden letzten Spalten in der Tabelle entsprechen. Und nun kommen die partiellen Ableitungen von g nach den Parametern. Ups, sehen Sie das Problem? Wir haben es jetzt mit einem System nichtlinearer Gleichung zu tun. Das ist der Zeitpunkt, zu dem man lineare Gleichungssysteme auf einmal zu schätzen lernt, auch wenn man sie vorher vielleicht nicht so mochte. Für die gibt es nämlich Algorithmen, die immer funktionieren, während wir bei nichtlinearen Systemen im Allgemeinen nicht mal wissen, ob es überhaupt eine Lösung gibt oder ob sie eindeutig bestimmt ist. Und universell einsetzbare Lösungsverfahren gibt es natürlich erst recht nicht. Was macht man da? In manchen Fällen kann man durch geschickte Umformung aus dem nichtlinearen Problem ein lineares machen. Allerdings gibt es da gewisse Fallstricke. Anhand unseres Beispiels kann man das ganz gut demonstrieren, weil sich bei dem so ein Rechentrick anwenden lässt. Die Gleichung zur vorgegebenen Modellfunktion ist yi gleich a mal e hoch bxi. Wenn man nun auf beiden Seiten logarithmiert, so erhält man eine Gleichung einer Geraden mit der Steigung b und dem Achsenabschnitt Logarithmus von a. Wenn wir c für Logarithmus a schreiben, dann haben wir es mit einem ganz einfachen linearen Ausgleichsproblem mit den Parametern b und c zu tun. Wir müssen dafür natürlich die Datenpunkte anpassen, indem wir die y-Komponente auch jeweils logarithmieren. Das ist die braune Spalte in der Tabelle. In der Skizze unten rechts sind die neuen Datenpunkte eingezeichnet, für die wir nun eine simple Ausgleichsgerade suchen. Sie können ja mal das Video anhalten und es selbst versuchen. Dann können Sie auch gleich sehen, ob ich mich in den folgenden Schritten nicht vertan habe. Die Gefahr besteht bei mir ja immer. Ich habe jedenfalls als Ergebnis diese Gerade erhalten, also die Parameter b gleich 0,23 und c gleich minus 1,95. Aus c gewinnen wir a, indem wir das Logarithmieren rückgängig machen. Und so sieht das zurücktransformierte Ergebnis dann aus. Sind Sie auch etwas enttäuscht? Geht das wirklich nicht besser? Doch, es geht besser. Hier zum Vergleich die Ausgleichskurve, die Mathematiker berechnet. Das sieht wesentlich besser aus. Wo liegt das Problem? Hier habe ich die Abweichungen zwischen den Datenpunkten und der eben gerade berechneten Kurve eingezeichnet. Man sieht sehr deutlich, dass die Abweichung rechts deutlich größer als die anderen drei ist. Die Quadrate der Abweichung, um die geht's ja, habe ich in dieser Tabelle in der vorletzten Spalte aufgeführt. Das Problem ist, dass wir ja stattdessen mit der Ausgleichsgeraden gearbeitet haben. Die Fehlerquadrate, für die wir optimiert haben, stehen in der letzten Spalte. Man sieht deutlich, dass Werte weiter links durch das Logarithmieren quasi bevorzugt werden.
Man könnte dem nun dadurch begegnen, dass man die Abweichungen unterschiedlich gewichtet. Das ist ein durchaus übliches Verfahren, auf das ich hier aber nicht weiter eingehen möchte. Sie sollten lediglich im Kopf behalten, dass Rechentricks wie der hier gezeigte manchmal sehr elegant sein können, aber eben auch ihre Tücken haben. Außerdem gibt es auch nicht für jedes nichtlineare Ausgleichsproblem eine Umformung, die dieses in ein lineares Problem verwandelt. Wie geht man also ganz allgemein mit solchen Problemen um? Dazu hier nur ein paar Anmerkungen und danach schauen wir dann, wie man sich den Problemen mit Hilfe eines Computers nähert. Zunächst zur geometrischen Vorstellung. Bei den linearen Problemen waren die Punktmengen, innerhalb derer wir den Punkt mit minimalem Abstand zum Datenvektor gesucht haben, besonders regelmäßig. Im ersten Beispiel war es eine Ebene durch den Nullpunkt und im Allgemeinen sind es Untervektorräume, also im gewissen Sinne die einfachsten geometrischen Figuren überhaupt. Bei beliebigen nichtlinearen Problemen werden wir es stattdessen mit irgendwelchen Mannigfaltigkeiten zu tun haben, eventuell sogar mit noch komplizierteren Punktmengen. Zweitens, während es im linearen Fall immer eine eindeutig bestimmte Lösung gibt, muss das bei nichtlinearen Problemen nicht so sein. Und drittens, selbst wenn es eine eindeutig bestimmte Lösung geben sollte, gibt es keinen allgemein einsetzbaren Algorithmus, der diese Lösung garantiert immer findet. Trotzdem werden natürlich ständig nichtlineare Ausgleichsprobleme erfolgreich gelöst. Man verwendet dafür in der Regel immer noch das Verfahren, das Gauss bereits 1809 entwickelt hat und das man heute Gauss-Newton-Verfahren nennt, weil es von der Grundidee her auf dem bekannten Newton-Verfahren basiert. Man fängt mit einem halbwegs sinnvoll gewählten Startwert an und berechnet an dieser Stelle die Linearisierung der zu minimierenden Funktion, das heißt das erste Taylor-Polynom. Dann minimiert man die Linearisierung statt der Originalfunktion, was vergleichsweise einfach ist, weil man es nun mit einem linearen Ausgleichsproblem zu tun hat. Das Ergebnis verwendet man als neuen Startwert, mit dem man nun genauso verfährt. Es handelt sich also um ein iteratives Verfahren, das im Erfolgsfall gegen ein Minimum der Originalfunktion konvergiert. In den Beispielen, die ich auf den folgenden Folien zeige, wird allerdings der sogenannte Levenberg-Marquardt-Algorithmus eingesetzt, der aus dem Jahr 1944 stammt und nach zwei amerikanischen Statistikern benannt ist. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus dem Gauss-Newton-Verfahren mit dem Gradientenverfahren. Und nun endlich zur praktischen Umsetzung. Wie bringe ich einen Computer dazu, eine Kurve anzupassen? Ich zeige anhand unseres zweiten Beispiels drei Varianten, die aber nur als Ausgangspunkt gedacht sind. Die gezeigten Funktionen haben alle noch diverse Optionen, auf die ich nicht eingehe und können auch Ausgleichsprobleme mit mehreren unabhängigen Variablen lösen, die ich in diesem Video gar nicht behandle. Außerdem gibt es in der Regel auch Alternativen, zum Beispiel Funktionen, die für lineare Probleme optimiert sind. Wie man in Mathematikerkurven anpasst, habe ich schon in anderen Videos gezeigt. Man kann beispielsweise die Funktion FindFit verwenden. Weil Mathematica ein Computeralgebrasystem ist, kann man das Problem mehr oder weniger so eingeben, wie man es auch auf einen Zettel schreiben würde. Die meisten Zuschauer werden Mathematica wahrscheinlich gar nicht benutzen, aber man kann diesen Befehl wortwörtlich auch in den Online-Dienst Wolfram Alpha eingeben. Und der steht Ihnen ja auch dann zur Verfügung, wenn Sie Mathematica gar nicht haben. Zumindest für kleinere Probleme sollte das ausreichen. In Python muss man die Modellfunktion auf eine bestimmte Art angeben, nämlich so, dass die unabhängigen Variablen in der Liste der Funktionsargumente vor den Parametern stehen. Außerdem müssen die verwendeten mathematischen Operationen vektorisiert sein. Darum wird in diesem Beispiel auch die Exponentialfunktion aus der Bibliothek NumPy benutzt. Für Julia gelten im Prinzip die gleichen Anmerkungen wie für Python. Für das Vektorisieren sorgt hier das Makro in der zweiten Zeile. Außerdem muss man explizit Startwerte für das Gauss-Newton-Verfahren angeben. Bei Mathematica und Python kann man das auch, muss aber nicht. Python verwendet standardmäßig für alle Parameter den Startwert 1. Bei Mathematica habe ich in der Dokumentation keinen Hinweis auf die Standardwerte gefunden. Übrigens sind in allen drei Beispielen die Ergebnisse auf mindestens 6 Stellen nach dem Komma identisch und so sollte es natürlich auch sein. Zum Schluss will ich Ihnen wie versprochen noch begründen, warum die Methode der kleinsten Quadrate im gewissen Sinne optimal ist. Wie üblich wird das keine mathematisch exakte Beweisführung werden, sondern ich will nur intuitiv motivieren, warum man gerade Summen von Quadraten betrachtet und nicht etwa Produkte von dritten Potenzen oder etwas ganz anderes. Die Begründung wird sich in groben Zügen an der Argumentation von Gauss von 1809 orientieren. Und da wir gleich über Wahrscheinlichkeitsrechnung sprechen werden, passt hier die Bemerkung, dass in diesem Bereich gerne auch mal von Regression gesprochen wird und damit oft auch nichts anderes als das gemeint ist, was ich in diesem Video beschreibe. Der Begriff, der eigentlich so viel wie Rückgang oder Rückschritt bedeutet, stammt aus einem biologischen Kontext, wurde von dem Briten Francis Galton geprägt und hat sich in der Statistik quasi verselbstständigt. Jetzt aber die Begründung.
Zunächst mal gehen wir davon aus, dass es überhaupt so etwas wie eine richtige Kurve gibt. Oder mit anderen Worten, dass unser Modell korrekt ist. Ich werde diese richtige Kurve hier f nennen und wir betrachten den allereinfachsten Fall einer Geraden. Die Argumentation funktioniert aber auch für kompliziertere Fälle. Nun nehmen wir Messungen vor und machen dabei Fehler. Die entscheidende Überlegung dabei ist, dass wir voraussetzen, dass diese Messfehler zufällig auftreten. Dass wir also die Mittel der Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Analyse des Problems einsetzen können. Ich habe hier drei Stellen eingezeichnet, an denen wir messen wollen. Die grauen Bänder, die nach außen heller werden, sollen andeuten, dass der Messwert irgendwo auf dem Band liegen kann, dass aber hellere Bereiche, die weiter weg vom richtigen Wert liegen, unwahrscheinlicher sind. Anders ausgedrückt, Messfehler passieren ständig, grobe Messfehler aber eher selten. Hier habe ich exemplarisch drei Messergebnisse grafisch angedeutet. Den gemessenen Wert an der Stelle xi nennen wir wieder yi. Die Messfehler, die Unterschiede zwischen gemessenem Wert yi und richtigem Wert f von xi, sollen normal verteilt sein. Davon haben Sie hoffentlich schon mal gehört. Für Prozesse, bei denen es viele kleine Störungen geben kann, ist das häufig eine sinnvolle Annahme. Und selbst dann, wenn die Verteilung in der Realität eine andere ist, ist die Normalverteilung bekanntlich oft eine gute Näherung. Als Mittelwert dieser Verteilung nehmen wir natürlich 0 an. Das entspricht unserer Annahme, dass Messungen nahe am richtigen Wert wahrscheinlicher als solche sind, die weit daneben liegen. Außerdem heißt das, dass Abweichungen in beide Richtungen gleich wahrscheinlich sind. Die Messungen sollen sich gegenseitig nicht beeinflussen. Im Jargon der Stochastik heißt das, dass die einzelnen Messungen unabhängig sind. Und schließlich gehen wir davon aus, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit bei jeder Messung gleich ist. Technisch formuliert heißt das, dass alle Verteilungen gleich sind und in diesem konkreten Fall, dass alle Standardabweichungen denselben Wert Sigma haben. Das ist natürlich auch wieder ein Modell. Ob es für eine bestimmte Situation wirklich angemessen ist, müssen gegebenenfalls Sie als Anwender entscheiden. Ein defektes Messgerät kann zum Beispiel zu systematischen Fehlern führen, die durch dieses Modell nicht abgedeckt werden. Ebenso ist nicht ohne weiteres klar, ob die Messfehler tatsächlich alle dieselbe Verteilung haben. Vielleicht geht unser Astronom ja jeden Sonntag zum Frühschoppen und trinkt dann zu viel Wein. Dann wäre bei seinen Beobachtungen am Sonntagabend vielleicht die Standardabweichung größer als an anderen Wochentagen. Außerdem habe ich als Fußnote nochmal hingeschrieben, dass wir f und Sigma natürlich nicht kennen. Dass wir die Funktion f nicht kennen, ist klar, sonst würden wir das ja alles nicht machen. Aber auch die Standardabweichung Sigma kennen wir natürlich nicht. Woher auch? Dafür gibt es aber, wie wir gleich sehen werden, auch gar keinen Grund. Jetzt müssen wir ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Ich muss dabei leider voraussetzen, dass Sie ein wenig Ahnung von Stochastik haben. Zur Not verweise ich auf entsprechende Videos in meinem Kanal, mit denen Sie das nachholen können. Wir nennen die normal verteilte Zufallsvariable für den i-ten Messwert groß yi. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass groß yi exakt einen bestimmten Wert klein yi annimmt, ist bekanntlich 0, weil wir es mit einer stetigen Verteilung zu tun haben. Wir können aber mit Hilfe der Dichtefunktion der Normalverteilung die positive Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen, dass der Wert nahe bei yi liegt. Und zwar in einem Streifen der Breite Delta um yi herum, für einen kleinen Wert Delta. Die Formel dafür habe ich hier aufgeschrieben und unten sehen Sie das grafisch. Die Wahrscheinlichkeit entspricht der blauen Fläche unter der Kurve. Wie Sie vielleicht wissen, kann man diesen Wert nicht analytisch exakt berechnen, sondern nur annähern. Jetzt kommt ein kleiner Kunstgriff. Wir schätzen die blaue Fläche, die wir eben gesehen haben, durch das hier gezeigte grüne Rechteck ab. Die Breite Delta bleibt gleich und als Höhe nehmen wir den Funktionswert der Wahrscheinlichkeitsdichte an der Stelle yi. Das ist nicht genau der richtige Wert, aber ungefähr der richtige Wert. Und die Abschätzung wird umso besser, je kleiner Delta ist. Das kann man mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung begründen, aber man sieht es eigentlich auch grafisch. Als nächstes berechnen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle n-Messungen sehr nahe bei den jeweiligen yi liegen. Weil wir vorausgesetzt haben, dass die Zufallsvariablen unabhängig sind, können wir dafür einfach das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten bilden. Und die ersetzen wir durch die Näherung aus der Zeile darüber. Dieses Produkt lässt sich nun mit Hilfe der Funktionalgleichung der Exponentialfunktion berechnen. Und damit haben wir in guter Näherung die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir bestimmte Messwerte erhalten. Nun drehen wir den Spieß um. Im wirklichen Leben haben wir die Messwerte yi ja schon, kennen aber die zugehörigen Funktionswerte f von xi nicht. Alle anderen Werte in dem Ausdruck sind konstant. Wir können uns also nun fragen, unter welcher Bedingung diese Wahrscheinlichkeit besonders groß ist. Und das ist offenbar dann der Fall, wenn der Exponent der Eulerschen Zahl e besonders groß wird. Und weil vor dem Bruch ein Minuszeichen steht, wird das dann sein, wenn der Zähler des Bruchs besonders klein ist. Aber, und das ist der Clou, im Zähler steht genau der Ausdruck,
der bei der Methode der kleinsten Quadrate minimiert wird. Im Sinne der mathematischen Statistik haben wir es daher mit einer sogenannten Maximum-Likelihood-Schätzung zu tun. Salopp gesagt, legen wir uns die Funktion f so zurecht, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, die Werte zu erhalten, die wir gemessen haben, möglichst groß ist. Der anfangs erwähnte Satz von Gauß-Markow, den Gauß 1823 bewiesen hat, ist eine Präzisierung und gleichzeitig eine Verallgemeinerung von dem, was ich hier gesagt habe. Insbesondere muss man gar nicht notwendig voraussetzen, dass die Messfehler normal verteilt sind. Die Details müssen Sie aber bei Interesse selbst nachschlagen, weil dieses Video jetzt zu Ende ist.